Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sind wir mal wieder back am Start für eine neue Reaction. Mein letztes Video war ja nach langer Zeit mal wieder eine Reaction, Leute. Und jetzt habe ich wieder Bock bekommen, Reactions zu machen. Und heute bin ich mit dem richtigen Fuß aufgestanden und habe mir gedacht, Johannes, du machst eine Reaction. Und zwar reagieren wir heute auf, schaffst du diese Kinderfilme zu erraten? Kinderfilm-Quiz anhand von Emojis. Das Ganze habe ich gestern bei Luca gesehen, das hat er auch schon gemacht. Also schreibt nicht ein, dass ich kopiert habe. Ich will es einfach auch nochmal machen, um zu gucken, wie gut ich bin. Ich habe ja schon ein, zwei Videos von ihm angeschaut und ich habe da aber echt voll mitgefiebert. Deswegen habe ich richtig Bock, das mal selber auszuprobieren und mitzufiebern. Ich glaube, ich bin richtig gut darin, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Fangen wir direkt mit dem Video an. Fangen wir erst mit der Punktevergabe an. 0 bis 5 Punkte Kinderfilm Anfänger, 6 bis 10 Punkte Liebhaber, dann Kinderfilm Freak und dann Kinderfilm Genie und das bin ich, Leute. Ich kenne alle Kinderfilme auswendig. Ich würde sagen, wir starten das Video rein. Let's go. Welcher Film ist das? Das easiest Kung Fu Panda. Ja! Koala, 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 dann Punch und Panda, Panda, Kung Fu, Panda, Kung Fu. Bin gespannt. Ja, ich bin richtig. Oh mein Gott, Leute, ich werde auf jeden Fall alles richtig haben. Ich bin ein Kinderfilm-Genie. Ice Age! Ice Age, Ice Age, Ice Age, Ice Age, das ist Ice Age. Oh mein Gott, wie gut bin ich. Ich habe mir Real Talk nicht vorher angeschaut. Ice Age, das ist Ice Age. Eis, dann, was ist das? Ein Hamster? Ah ja, ein Hamster. Nein, das ist kein Hamster, das ist... Das sind Chipmunks, die Chipmunks, Elvin und die Chipmunks. Dann eine Kokosnuss. Wahrscheinlich ist das eine Kokosnuss, Leute. Und ein Tiger, aber warum Tiger? Keine Ahnung, warum Tiger sehen wir jetzt. Wie ist es nicht? Ja! Ice Age, Ice Age. Ich müsste doch so ein Mammut sein, aber ich glaube, es gibt ein Mammut-Emoji. Mowgli? Nee, nicht Mowgli. Wie heißt es? Oh, fuck, wie heißt es? Was ist das? Bär? Oh, also auf Kika lief das immer. Auf Kika lief das immer. Ich weiß, was es ist. Es ist lief auf Kika immer. Oh, Mann, wie hieß das? Es lief auf... Oh, das kann... Oh, ich kenn's doch, ich kenn's doch, ich kenn's doch, Leute. Ich kenn's doch. Ah, oh, nee, ich kenn's doch nicht. Das ist doch nicht das, was ich dachte. Es lief... Bärenbrüder kenne ich gar nicht. Aber was ist das? Das hat doch nicht was mit Brüder zu tun. Hund, Kind, Vater, Haus. Ich weiß es! Scooby-Doo? Scooby-Doo vielleicht? Boss Baby kenne ich gar nicht. Kenne ich tatsächlich nicht. Ariel, die Meerjungfrau. Ja, Frau, Alien, Blume, Meerjungfrau und Sir. Ariel, die Meerjungfrau vielleicht? Oh, bitte, es ist Ariel, die Meerjungfrau. Bitte, sag mir, dass es die Ariel, die Meerjungfrau ist. Lilo und Stitch! Oh mein Gott, das habe ich auch so gefeiert früher. Das habe ich so gefeiert. Emojis, 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 Emojis. Easy. Emojis. Hieß es nicht so, die Serie? Gelb, blau, rot ist angry. Grün ist Kotz, dann und lila ist Dings. Emojis heißt sie so? Ist aber ein Film. Nein, alles steht Kopf, war ja der mit den Emotionen. Emojis war ja komplett anderer Film. Welcher Film ist das? Garfield? Nein. Also, Frau, Hamster, Frau, Kaninchen. Irgendwas mit Zauberung auf jeden Fall. Und Katze. Garfield könnte es mir vorstellen, aber Garfield ist keine Frau dabei. Was könnte es sein? Frau, Kaninchen, Zauberhut. Ich glaube, ich kenne ihn nicht. Ich glaube, ich kenne ihn nicht. Alice im Wunderland, okay. Okay. Weg damit, das ist wirklich Trash. Charlie in der Schokoladenfabrik. Easy, easy. Junge, Fabrik, Schokolade und der Typ und Willy Wonka. Easy, das ist ja easy peasy gewesen. Boah, das ist ja so einfach gewesen. Boah, das habe ich ja nach 0, nix erraten. Charlie und die Schokoladenfabrik. König der Löwen. Ja! Oh mein Gott, aber die Sachen, die ich weiß, wo ich mir sicher bin, die errate ich nach einer Millisekunde, Leute. Ich errate nach einer Millisekunde. Das ist easy, König der Löwen. Gar kein rumdiskutieren darüber. Das ist König und Löwe. Ja. Leute, ich bin einfach ein Pro. Ich bin einfach der Pro. Der Polarexpress? Der Kontrolleur könnte das sein. Dann ist das das Geschenk, was er... ist gar kein Geschenk, oder? Polarexpress, aber da müsste halt noch so ein... Nee, Polarexpress kann es eigentlich nicht sein. Ich sag mal Polarexpress, aber da müsste auch noch irgendwie was mit Schnee oder so sein, weil Polar und Schnee. Also auf jeden Fall. Ja! Ja! Ich bin so gut! Okay, was ist das? Das ist das. Eiskönigin. Der Schneemann, Eis und Königin. Boom! Aber bei Polarexpress hätten die noch irgendwas mit diese Schneeflocke vielleicht hinmachen sollen oder Schnee oder so, Wind oder so, keine Ahnung. Das erinnert mich an Polarexpress sofort. Real Talk. Aber das auf jeden Fall die Eiskönigin auch gar kein Diskutieren drum. Ja, easy. Easy, easy, easy. König, Sterne, Sternkönig. Was ist das? Kaktusbrief? Keine Ahnung. Sternkönig. Oh, König der Sterne. Der kleine Prinz. Kenne ich tatsächlich gar nicht. Kenne ich Real Talk nicht. Der kleine Prinz. Rapunzel. Nee.
Wie hieß der mit dem scheiß Schuh, diese Disney-Ding? Oh, wo er gucken musste, wie groß der, ob der Schuh passt. Und dann, wenn der gepasst hat, dann ist es seine Traumfrau. So eine Disney-Prinzessin, scheiße. Wie heißt es? Mann! Schuh des Manitou wahrscheinlich. Nee, wie heißt es? Ich fällt sich ein. Ich schaff das. Cinderella, oh mein Gott, das hätte ich wissen müssen. Real Talk, das hätte ich wissen müssen. Okay, vier Beine, Burg, Frau, auch so eine Prinzessin in Kacksafe. Rollen, was, Rollentausch? Was heißt das hier? Irgendwas. Irgendein Disney-Scheiß auf jeden Fall. Disney wegen der Dings, also. Das Wandeln der Schloss habe ich noch nie von gehört. Oben, der kleine Dude, dann der Opa, dann das Haus und die Ballons. Das ist easy oben. Das ist sowas von oben. Jeder kennt oben. Das ist ein richtig cooler Film auf jeden Fall. Feier ich sehr. Es ist oben. Wie gesagt, bei den Sachen, wo ich mir sicher bin, dann sage ich nach einer Millisekunde. Das ist richtig. Dann bin ich mir auch zu 100% sicher. Die ist auch ultra einfach. Okay. Boah, das muss ich wissen. Wie heißt. Irgendein Highschool-Film aus Amerika. Da hat Dings mitgespielt, dieser eine bekannte Schauspieler. Ah, wo die so tanzen und singen und dann so eine Schulaufführung machen. So eine amerikanische Serie. Die kennt man doch. Musical. The Musical oder so. Musical. Highschool Musical. Das sehen wir. Das geht durch. Ich wusste Highschool Musical. Ich habe Highschool und Musical gesagt. Ratatouille. Das Essen, der Koch, der kleine Koch und die Ratte. Oh, das ist auch so ein nicer Film, ohne Spaß. Ratatouille, einer der besten Disney-Filme mit nach Cars. Oh, vielleicht kommt ja noch Cars. Das wäre wild. Wenn Cars kommt, dann Kuss geht raus. Ratatouille, ja. Boah, ich bin voll gut. Ich bin richtig gut. Oh. Das habe ich immer geguckt. Die Thundermans oder so. Thunder irgendwas. Oh, das habe ich immer geguckt. Die kenne ich auf jeden Fall. Das waren so Kinder und eine Familie, die waren Superhelden. Und das lief auf Nickelodeon immer. Das habe ich immer geguckt. Aber ich weiß nicht, ob es ein Film war. Es ist, glaube ich, eine Serie. Die Unglaublichen, wie hießen denn die Thunder? Ja, Thundermans gibt's auch, okay. Der war verwechselt, die Unglaublichen. Das habe ich nie geguckt, glaube ich. Dinosaurier, Baby und. Das ist so eine. Ach, das kenne ich, das muss ich kennen. Das war so die Dinosaurier-Serie, das habe ich als Kind nie geguckt. Boah, wie hieß es nochmal? Diese Dinosaurier-Serie habe ich echt nie geguckt. Boah, wie hieß es nochmal? Das kenne ich gar nicht. Alro und Spot. Welcher Film ist das? Die Insekten. Marienkäfer. Oh, das ist da, wo die alle so, dieser Insektenfilm. Oh, den Film kenne ich. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Oh, den kenne ich. Das lief auf. Lief das aber Super RTL oder so? Keine Ahnung. Das große Krabbeln. Ja, das große Krabbeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Okay, ich hatte 9 richtig. Also ich bin doch kein Kinderfilm-Genie, sondern nur ein Kinderfilm-Liebhaber. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst jetzt eine positive Bewertung ab. Wenn ich es nochmal machen soll und irgendwas erraten soll, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt.